Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und Toshi wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns mal wieder den Great Wall zusammen anschauen, diesmal in einer bisschen kleineren Ausgabe, denn ich bin fast fertig mit meinen kompletten Sets und aktuell brauche ich tatsächlich nur noch zwei Items. Und das ist einmal beim Jäger einen Gürtel, also einen Mythic-Gürtel quasi. Und beim Priester sind es Schuhe und die muss ich auf Item Level 519 upgraden, dass ich sie dementsprechend in den Katalysator packen kann, um das Set vervollständigen zu können. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ich war letzte Woche wieder mit beiden Chars natürlich unterwegs, einmal mit dem Priester und einmal mit dem Hunter. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob ich die Schuhe jetzt hier mit dem Priester rausziehe. Ich war sowohl im Raid als auch einen Plus habe ich gemacht, also müsste ich 4 Slots haben. Schuhe, das sieht gut aus. Jawollo, den Priester kriegen wir damit schon mal weg. Nice, na endlich. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. Also theoretisch wäre hier sogar auch noch ein Kopf drin, wo ich 2 T-Mox rausziehen könnte. Man könnte jetzt sagen, quantitativ wäre das die sinnigere Wahl. Aber ich will jetzt einfach die Sets fertig kriegen. Ich sag's euch, wie es ist. Wir nehmen die Schuhe und packen die in den Katalysator rein. Ich muss die sogar nicht mehr upgraden. Das ist sogar hoch genug. Dann flattern wir gleich hoch, hätte ich gesagt. Also es folgt mir hier auf jeden Fall. Das schon mal weg. Jetzt muss ich nur noch mit dem Hunter dann die Taille rausziehen. Und dann wäre ich tatsächlich tutti completti fertig mit dem Spaß. Na, ist schon nice. Mal Luck gehabt. Gut, jetzt am Ende war es jetzt auch nicht mehr so anstrengend tatsächlich, ne? Am Anfang, als ich nur alle Slots gebraucht habe, da war ich mit allen Chars im M-Plus unterwegs, habe teilweise dann auch 4 bis manchmal sogar 8 Keys, ne, mit 13 verschiedenen Klassen gemacht. Das war natürlich schon ein bisschen ein Grind. Und hier ist es jetzt doch schon wesentlich angenehmer mit 2 Chars. Da kannst du dann auch den Raid mitnehmen. Geht sogar auch schneller, die 8 Slots da aufzufüllen, als M-Plus zu spielen. Gut, dann packt man das jetzt hier einmal rein. Und müssten damit auch das Set voll haben. Jawohl, jetzt ist nur noch der Hunter drin. Und den würde ich sagen, gucken wir uns als nächstes an. Und zwar brauchen wir da, wie gesagt, den Gürtel. Mit dem war ich ebenfalls im Raid. Und zusätzlich habe ich halt nur einen im Plus gemacht, ne, um dementsprechend 4 Slots zu kriegen. Und da brauchen wir einen Gürtel. Das sieht leider schlecht aus, oder was ist das? Ne, das ist eine Brust. Okay, wir haben eine Brust. Noch eine Brust. Schultern und ein Trinket. Und ich glaube, das Trinket ist sogar eins der Biss-Trinkets, meine ich. Das ist mit Mastery zum Aktivieren. Ich meine, das war ziemlich gut, aber wir werden halt hier die Brust nehmen für Timok. Und ja, dann tigere ich halt mit dem nochmal los. Heißt, wir werden wieder in den Raid wahrscheinlich gehen und einen Plus spielen. Mit einem Char ist schon okay. So, aber das tun wir jetzt noch upgraden. Dann kriegen wir zumindest noch einen Timok. Mein Timok. Okay, das müssen wir dann upgraden auf 519. Und ja, damit sind wir tatsächlich schon wieder durch. Heißt, nächste Woche wird es dann tatsächlich sogar nur noch einen einzigen Char geben, mit dem ich einen Vault aufmache. Und das wird hoffentlich dann der Hunter mit dem Gürtel sein. YouTube, das war's schon wieder mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich voll dabei waren. Und wenn ihr wollt, schreibt mir gerne rein, was ihr so gekriegt habt. Seid ihr auch noch dabei, irgendwelche Sets zu vervollständigen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.